Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch, bei Touring gesagt. Jedenfalls machen wir jetzt die nächsten Folgen fertig für morgen, schon Sonntag und für die Woche darauf. Ja, wir fahren jetzt zum Punkt, der für alle drei vorgesehen ist, zum Ernten. Das heißt, wir fahren mal hier rüber auf dem anderen Ende. Und dann werden wir versuchen, mit Autodrive abzufahren. So, auf Feld Nummer 12 werden fleißig Heuballen gepresst. Die müssen noch ab und zu mal also, ne, zum Hof gebracht werden. Zum einen direkt ins Silo für Mischfutter oder direkt ins Lager. Also, das ist ohne egal. Hauptsache irgendwo rein, wo Platz ist. So, wir fahren jetzt mal hier fleißig über die Straße Richtung Neuenfeld, also 44. Also 44, die 25 und die 24 sind erntereif. Bis auf hier vorne einen kleinen Rest. Ja gut. Ja, entweder es bleibt stehen oder wir machen das im nächsten Mal mit. Also muss ich mal sehen, wie das zu schaffen ist. Wir haben jetzt Sommer. Ende Sommer, ne? Wie gesagt, drei Tage spiele ich ja. Ne? Und dadurch ist jetzt die Weizenernte, habe ich im Herbst nicht gesehen. Dass die Gerste wird ein bisschen spät werden, ne? Also auch riskant wegen Trocknen und so. Ne? Schauen wir mal. Wir werden mal sehen, dass wir hier vorne beginnen. Hier vorne ist der Punkt für Autodrive-Kurs. Hätte ich auch hinfahren lassen können, aber gut. Ein bisschen können wir auch reinfahren, ne? So, mal sehen, was ich angeguckt kriegen hier. Bisschen rangieren. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. So, das klappen wir ein. Hier will ich auf Verband arbeiten. Das heißt, ob damit Autodrive klarkommt, das weiß ich nicht. Lass mich überraschen. Machen wir mal auf und fahren ein bisschen weiter rein. Zur Not werden wir halt ein bisschen schon mal ernten. Die ersten Meter. Noch der Strohball? Nee, das ist nicht gut. Strohball. Wir wollen Stroh haben. Wir brauchen Stroh für die Kühe. Fürs Futter. Gut. Hier muss ich mal warten, bis ich soweit bin. Aber mal schön Haufen. So, kurz aufsteigen. Ich glaube, übers Feld, ne? Kurz mal laufen. Tief Luft holen und rüber rennen. Ich möchte mal auch so richtig springen können im Warenleben. Von da kommen wir nicht rein. Da. Und rüber hinterher, ne? Da sind die Abfahrer da, ne? Die LKWs und drei Traktoren. Ich will mal versuchen, Traktoren entsprechend und für einen Notfall habe ich LKW da, dass ich dann selber eingreifen kann. Auf geht's! Also die anderen beiden. Die pressen auf fleißig Heu, also haben wir Sommer, mal sehen, ob wir noch, wir haben noch ein paar Wiesen da, mal sehen, ob das auch noch mal sehen, ja, erstmal mal das ganze Getreide reinkriegen, das ist noch wichtiger, Heu zum Mähen, werden wir später kommen, ne? Wenn das hier alles hier funktioniert, auf unserem Feld hier 44, dann können wir die nächsten beiden Fahrzeuge schon mal mähen lassen. Aber da werden wir schwatten und entsprechend eine Spur machen. Auch hier habe ich gemacht. Da müssen wir nicht so auffahren, ne?
So, die werden wir auch gleich entsprechend in der zweiten Spur schicken und später mit der Berechnung mit Crossplay wird nachher auch so ohneher im Prinzip starten. Klappen wir gleich auf, ne? Hauptsache wir kommen auch rum, ne? Ja, gerade so. Ich glaube, im wahren Leben wäre es mit dem Beule gewesen jetzt. Also, es wäre nicht ganz so gut gewesen. So, einklappen. Hier schaut, ist noch gerade mal angefangen zu wachsen. Ne? Und wir können schon ernten. Mal sehen, ob wir hier noch einen sehen. So. Jetzt zum Bestattler. Die anderen beiden Fahrzeuge heute her. Dann machen wir gleich mal eine Berechnung, und zwar mit Crossplay. Und zwar, das ist gut. Kursgenerierung 44. Wir machen Vorgewende 1, weil wir haben ja zwei Fahrzeuge, dann haben wir zwei Vorgewände, das reicht normalerweise zum Wenden. Das müsste reichen. So, dann machen wir hier zwei Fahrzeuge. Ganz wichtig. Sonst macht er nur eine Berechnung für 1 und wir müssten das entsprechend anpassen. So, 13 Meter, da 5 passt. Weich passt auch. Und zurück. Das ist jetzt der linke Fahrzeug, ganz wichtig, wenn er links steht. Ne? Deaktiviert, aktiviert. Ja. Dann gehen wir rüber und werden den Kurs nur kopieren und ihm als rechts einteilen. Das heißt, hier müsste eigentlich, wie gesagt, 13 Meter, das kommt hin. Kopieren. Ersten Wegpunkt. Und natürlich Feldarbeit. Und der ist rechts. Rechts, das ist auch alles okay. Ersten Wegpunkt. Und hier haben wir noch einen, das aktiviert ist. Das heißt, er wird jetzt sofort den anderen erkennen. Und dementsprechend natürlich warten, bis er starten kann. Den machen wir auch so, aktivieren wir auch. Jetzt können die beiden sich im Prinzip erkennen. So, indem man das richtig ist, das ist komischerweise beim anderen Programm Deutsch. Auf muss ich ein bisschen raten. Also das ist nicht so, für mich nicht so einfach. So, erst nicht Punkt, ja. Und hier machen wir es auch ersten Wegpunkt. Das ist da. Das heißt, wir fahren ein bisschen zurück. So. Einstellen. Viel Spaß. Einstellen. Wie gesagt, er muss jetzt warten, bis der andere entsprechend die 100 Meter erreicht hat. Und das macht er jetzt auch. Und wir werden wissen, vielleicht sehen, dass wir den anderen Abfahrer eingeteilt kriegen. Dass wir das irgendwie hinkriegen, ich habe es auch noch nicht gemacht. Also hat es auch nicht geklappt. So ist der erste natürlich ein bisschen blöd, weil er genau in der Frucht steht. Also da hinten sind Bäume. Da werde ich wahrscheinlich alleine eingreifen müssen. Beim zweiten geht's. Dann werden wir beide mal einen Haufen gefahren. So, dann nehmen wir den ersten Traktor holen. Ja, aber extra so eingeteilt. Traktoren sind ein bisschen wendiger beim Fahren, ne? Also Richtung. Ja. Machen wir mal Richtung. Über.
wie im Fluge, sprich fliegen. So viel Gas geben, das machen wir Flieger. Ja, bei Getreide geht schnell, der Drescher voll. Und dann ein bisschen Gas geben. Den Punkt für ein Lager habe ich gesetzt. Das werde ich immer so machen, so wie ja, das bringt am besten passt. Wenn man es braucht, kann man es einfahren und dann hier. Das geht dann schneller, als wenn man hier ständig wie ein Ding machen müsste. Ihr hättet auch gleich zur Brauerei fahren lassen können, aber gut. Und das muss ich anschließen erstmal. So, der erste wird voll sein. Ne, noch nicht. Wie gesagt, da stelle ich ein. Den ersten mache ich noch alleine abfahren. Wahrscheinlich mein LKW. Und dann fahre ich nachher, wenn sie in der Mitte sind, mit dem Autoreif. Die Bäume sind noch ein Problem. So, dann nehmen wir gleich mal einen LKW und fahren da mal hin. So. Weil der erste wird gleich voll sein. Bei 80%. Was wir hier per Hand jetzt machen, können wir natürlich auch dann Gram. Ne, dann können wir da auch mal Outreif machen. Ne? Muss ich weiß nicht genau. Muss ich testen. Traktor nehmen, brauchen sowieso zwei. Das muss ich noch einstellen mit zwei Fahrzeugen und so. Das ist für mich Neuland. Wo will der hin? Zum Hof fahren. Das gefällt mir gar nicht. Kann ja hinsehen. So, wir fahren rüber. So, da haben wir schon mal die Kurve. Gas geben. Aber nicht so viel. So. Spannend hier. Da ist der erste. Muss ich gucken jetzt. So, da das hier mal fällt. Also beladen ist. Beladen, das ist Feld 44, das ist hier. Ja. Müssen wir anders machen. So. Weizen. War Weizen, ja. Doof. Drescher 60, ja. Versuchen wir mal, ne? Käme nicht aus, so. Ja, warten. Kommt er mir entgegen? Ich sehe schwarz.
Jetzt will der jetzt im Hof fahren, gibt's doch gar nicht, gibt's da doch nicht. So. Entlassen. Das wieder einklappen, Junge. Damit das hier mal. Jetzt gerade. Anscheinend ist das, glaube ich, nicht so entscheidend. So, wo ist er? Großer LKW, der haut ab. Der hat keinen Bock. Da müssen wir gleich eingreifen. Lass ihn rausfahren. Das Getreidefeld ist ja ungünstig für mich. Das ist jetzt schlecht. Sollen wir hier eigentlich auch erstellen, 944, glaube ich. So. So, okay. X. Einklappen. Da blicke ich aktuell nicht durch, aber gut, okay, mal gleich mal gucken. Zur Notfalls habe ich einen LKW da, ne? Ausgeklappt. Jetzt ja. Macht er nicht. Nächstes Mal einstellen, das klappt, keine Ahnung. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und ciao und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss, bis gleich nachher.